Okay. Dann wollen wir mal Richtung Brücke zurück. Dann gehen wir mal zur Brücke. Gehen über die Brücke und dann geht's zur Hochweidenwarte. Genau hier, glaube ich, ist sie. Und von da aus jumpen wir dann irgendwo hin und dort bauen wir dann unsere erste richtige Basis. Wird mega. Hui. Wird super. Jawohl, funktioniert. Irgendwo hier war noch eine Truhe, ne? Ja, ich freue mich jetzt tatsächlich drauf, ein bisschen zu bauen. Irgendwas Cooles zu erschaffen. Naja, gut. Das war jetzt nicht so cool. So. Entschuldigung. Was war das für eine Aktion? Naja, gut, dann machen wir es halt so. Gut, da sind wieder die lustigen Fallen. Und da vorne irgendwie müssen wir hoch, oder? Ah, ne, müssen. Oder? Bin mir jetzt gar nicht sicher. Müssen hier auf jeden Fall irgendwo hoch. Ich glaube, dazu brauchen wir den Greifhaken. Ja, genau, da. Da vorne. Dafür brauchen wir den Greifhaken. Damit wir da hinauf kommen. Oh oh. So, den hätten wir. Der hat gerade Kampfrausch angemacht, der Kerl. Aber der kommt nicht hoch, ne? Haha, Loser. Haha, Loser. Hahaha. Loser. Noob. Kackbun. Deine Mutter ist ein Wookie. Einer dieser hässlichen Wookie-Viecher. Stell dir vor, du entdeckst versunkene Steinsäulen am Horizont, die von Erdhügeln verdeckt werden. Sie strecken sich in den Himmel wie die steinkalten Fingerknochen eines Titanen. Das Zeichen eines verborgenen Grabes. Die Treppe im Innern führt in die Dunkelheit. Mit der Fackel in der Hand gleitest du hinunter in die Ungewissheit, in das Grauen. Doch deine Seuche treibt dich tiefer. Ein morbider Schatz, der im Staub verrottet, ruft nach dir. Sind es Familienjuwelen? Nee, die habe ich an mir. Erbstücke von fernen Ufern? Was auch immer es ist, mein Freund, es wird das Fundament unseres Reiches sein. Der Grundstein für eine Festung, die aus vergossenem Blut errichtet wird. Klingt gut, ich kenne die ungefähre Lage. Wenn du die Suche übernimmst, Gerrit, teile ich den Schatz. Abgemacht. Abgemacht. So, Ausdauerring, yay. Ich meine, den könnte man ausrüsten, ne? Na gut, dann wackeln wir mal hier hoch. Zur Hochweidenwarte. Ah, die Welt ist schon echt schön. Das
ist das hier? Was leuchtet da so schön rot? Ein Buch. Und, jemand, der von einem Baum erschlagen wurde. Das Unglück schlägt ein wie ein Blitz. Die Blitze setzen den Himmel in Flammen. Das ist meine einzige Lichtquelle, seit das Feuer durch diesen gnadenlosen Regenguss gelöscht wurde. Natürlich hatte ich die Wolken aufziehen sehen, bevor ich mich auf den Weg machte, um das versteckte Grab zu suchen. Ich hatte die Bedrohung in der Brise gespürt. Trotz der Warnzeichen drängte er mich weiterzugehen. Du kannst den Sturm abwarten, aber das Wasser könnte unseren Schatz im Schlamm ersticken. Kannst du es ertragen, wenn unser Reich weggespült wird, Gerrit? Oh, dieser silberzüngige Teufel. Das Grab ist ganz in der Nähe, aber Wind und Regen hindern mich daran, weiterzugehen. Die knarrenden Bäume bieten mir kaum Schutz, also werde ich sicher durch Ness... Oh, tot. Rip. Rippelchen. Okay. Ja, dann das Grab holen wir uns, oder? Bevor wir zur Warte gehen. Das Grab gönnen wir uns. Ganz ehrlich. Muss sein. Versteckter Grabeingang. Oh. Ich habe so das Gefühl, hier sind Geister. Ne, hier sind Spinnen. Das ist noch besser. So. Damit hätten wir das relativ schnell geklärt. Mit dem... Mit den Spinnerinos. Sie sind zum Glück nicht stark. Das ist das, was ich so mag. Hey, das sind doch die Katakomben von Paris hier, oder? Ah, hahaha. Kleiner Schlingel. Nur tote Spinnen sind gute Spinnen. Kann man das hier abbauen? Nee, ne? Kommen kleine Spinnen raus, das ist ja schön. Ja, da sehe ich nochmal eine. Jawohl, Level 3. Nice. Damit sind wir jetzt genauso weit wie vorher. Das ist doch toll. Ah, den hätte ich gerne, den Sprungangriff. Wie kommen wir denn da hin? Über einen Waldläufer. Steinmetz haben wir schon. Ah, okay. Okay, hier kann ich gar nichts abbauen. Schade. Aber ich kann hier was in die Luft sprengen. Hehe. Spannend. Ich find's lustig, einfach Sachen in die Luft zu sprengen. Das macht mir sehr viel... Das bereitet mir sehr viel Freude, muss ich euch sagen. Da ist auch noch eine. Sind gut versteckt, ne, die Lümmels. Knochenblock. Ist das der große Schatz? Der Knochenblock? Lull. Wenn das der große Schatz war, das war der große Schatz. Wow.
Wow. Wow. Jetzt fühle ich mich nur dezent veräppelt. So ganz dezent fühle ich mich nur veräppelt jetzt. Also nicht so wie sonst. Ja, das scheint's gewesen zu sein hier, ne? Ja. Geiler Scheiß, ja, ne? Ich bin so hart aus dem Häuschen. Ah, okay, die Särge können wir auch noch looten. Aber ist ansonsten jetzt echt nicht so der Brüller hier. Oh, die Fackel ist fast kaputt. Warte mal. Ist hier was dahinter? Nee. Also ja, es ist was dahinter. Wand. Ist eine Wand. Komm, da hau ich doch jetzt einfach nochmal eine Granate rein. Die Granate von der Renate. Einmal, weil ich es kann. Aber das ist auch nichts. Ja gut, war jetzt nicht so... War jetzt nicht so der Burner, ne? Hätten wir uns durchaus auch sparen können. Aber gut, haben wir gesehen? Haben wir das auch gesehen? Wunderbar. Wie war das mit den Schätzen? Wollen sie ein Reich aufbauen oder so? Ja, weiß ich nicht. Glaube ich nicht, dass das passiert. Dass ihr mit diesen Schätzen ein Reich aufbaut. Mit ein paar Grabblöcken. Naja. 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 Aber hey, es sind 257 Grabblöcke. Das ist eine Menge. Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Okay, wir gehen zur Hochweidenwarte. Da erwartet uns sicherlich Besseres. Sie hätten es versuchen können, ja. Hätte Fahrradkette. Schön. Die High Widen Ward. Ganz kurz nochmal. Neue Quest, die warten. Ganz kurz mal hier gucken. Ist hier was? Nö. Wahrscheinlich schon, aber ich sehe es halt nicht, ne? Weil ich blind bin und so. Na gut. Let's go. Damit wir da auch gewesen sind. Die Warten der Bauer, strahlende Leuchtfeuer. Diese Warten reichen bis zum Firmament und verweigern den Unwürdigen den Zutritt. Die Rasse der Erbauer betritt sie, aber ich habe noch keinen wieder herauskommen sehen. Ich habe zwei Theorien. Die Warten der Erbauer sind miteinander verbunden und die Stillen können nach Belieben zwischen ihnen reisen. Die Warten der Erbauer dienen als eine Art Grabstätte, ähnlich dem Schrein der Flamme. Die Erbauer speichern all das Wissen des Landes in der Flamme hier, wenn sie das Reich der Sterblichen verlassen. Wie auch immer, ich komme nicht hinein. Wenn ich auf die verzierte Platte steige, geschieht nichts. Schade. Schade, Bali. Schade. Schokolade. Du bist halt auch nicht der Auserwählte, Balthasar, ne? Das ist halt das Thema. Musst halt der Auserwählte sein. Wenn du nicht der Auserwählte bist, gibt's nix. Ah, kurz mal gucken. Ob wir hier was sehen oder finden. Nö, schaut nicht so aus. Ne? Wir können hier... Na gut, bringt Wachs. Let's go. Yay!
So, da sind wir wieder. Hier waren wir schon mal. War schön. Der Außerwelt ist ja immer der Gearschte. Im Endeffekt ja. Whoop. Ey, aus diesen Dingern droppen geile Sachen, merke ich gerade. Spektralschild. Ey, wir sollten die alle zerlegen, diese Metallplatten. Wir sollten die alle zerlegen, definitiv. Die sind ja mal richtig lohnenswert. Wasser? Ja, leck mich am Arsch. Boah, nochmal Wasser. Krass. So, schauen wir hier runter. Die hier dauern länger, die nehmen wir nicht mit. Gibt auch Salz. Oh nein, ich habe wieder keine Munition mehr. Ah, das können wir ändern. Ha. Ach so, das klappt so nicht. Ne? Da müssen wir kraxeln, genau. Da war ja was. So, erstmal hier kurz. Zack. Und einmal kurz rüber. Das ist doch diese Tür, ne? Ich weiß noch, ich habe mich hier ein bisschen veräckelt gefühlt. Ich kann mich, glaube ich, noch erinnern. Auf der anderen Seite war aber, glaube ich, da oben auch irgendwas Cooles, ne? Ich bin mir nur nicht mehr sicher. Naja, egal, komm. Wir machen es einfach. Oh Gott. Ne. Kurz warten. Oh, wir müssen eh wieder ein Wässerchen saufen und ein bisschen Fleisch nachlegen. Ah ne, Fleisch will er uns noch nicht nachlegen lassen, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, hat's geschafft. Halleluja. So, die Tür ist offen. Genau, das wollten wir haben. Den Metallsternstreitkolben, der bringt uns allerdings gar nicht mal so viel, glaube ich. Hopp. Hopp. Ich hoffe, wir haben jetzt nichts Großartiges übersehen. Das wäre schade. Luciel, danke schön für deinen Follow. Ey, die lohnen sich aber wirklich, diese Salz, ey. Oh.
Einmal kurz geflogen. Oh Gott, oh Gott. Ja, tut nichts. Ha, nice. Ah ja, ich kann mich erinnern. Ich kann mich erinnern. Es war schön hier. Da gab es zwei dieser Dingers. Zack. Das ist die Nummer 1. Ich weiß, ich bin dann hier rüber und habe mich gefreut, dass da eine Kiste ist. Genau, das weiß ich auch noch. So, und jetzt bist du den zweiten, den gab es da bei der Lava. Oder was auch immer das darstellen soll. Uhuhuhu. Okay, wir sind full Reck, ne? Oh nein, ach Gott, ja, das war nix. Das war nix, das war gar nix, das war mies, das war kacke. Aber jetzt komm. Aha, Scheibenkleister. Gerade eben hat es so schön geklappt, weißt du, jetzt auf einmal nicht mehr. Komm jetzt. Nee. Immer noch nicht. Vielleicht vom anderen aus. Ach Gott, dann muss ich auch mal ohne Gleiter hinspringen. Jetzt aber, komm. Hopp. Sag mal! Ich krieg's nicht mehr hin. Müssen wir von der anderen Seite vielleicht machen jetzt. Ja, wahrscheinlich, ne? So, komm. Hopp! Jawohl, geht doch. Mann! Oh, jetzt muss ich ein bisschen... Jetzt muss ich erstmal regenerieren. Nicht, dass wir nochmal da reinfallen, ne? So. Jawohl. Did it! Jetzt haben wir es geschafft. Kunstvoller Holzbuben. Und wir können ihn nicht mal mitnehmen, weil wir voll sind. Ja, aber den können wir zerlegen, glaube ich. Ne? Den hauen wir weg. Also zerlegen können wir ihn nicht, aber... Das hier können wir zerlegen. Den hier können wir auch zerlegen. Du wolltest doch nur zeigen, wie man es nicht macht. Das ist richtig. Immer wenn ich irgendwie Mist mache, dann ist das tatsächlich der Fall. Oh, der ist gar nicht so... Der ist gar nicht mal so kacke, ne? Sieht bestimmt... Naja, okay. Den müsste man halt aufwerten, damit der gut ist. Weiß ich nicht, ob ich da Bock drauf habe. Mal schauen. Schade. Yay, Wachs. Halleluja. Du bist jedenfalls bereit für das neue Prince of Persia. Ich habe nur das ganz, ganz alte Prince of Persia gespielt. Das ganz, 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 ganz alte. Das waren Zeiten. Ah, oh, Ausblick. Oh, schöner Ausblick. Diese Warten öffnen Schnellreisepunkte auf der ganzen Welt und offenbaren das Wissen der Erbauer über Gluttal. Wage dich hinaus, das Land muss zurückerobert werden. Oh, ist irgendwas kaputt gegangen jetzt. Ach so, die Fackel ist hinüber. Na gut, das ist jetzt... Das ist jetzt auch nicht mehr so tragisch.